Herzlich willkommen zu den Grundfragen der Informatik. In diesem Video werden wir uns mit der Aussagenlogik beschäftigen und ihrer Übersetzung in die Boolesche Algebra, die dann im Rechner verwendet werden kann, um logische Operatoren durchführen zu können. Wir werden uns also mit der Aussagenlogik beschäftigen, diskutieren, was Aussagen sind. Wir werden die Boolschen Operatoren, das logische und oder nicht kennenlernen, aus dem man dann alle möglichen logischen Konstrukte, logischen Terme zusammenbauen kann. Wir werden die Wahrheitstabelle als ein erstes Werkzeug kennenlernen, um den Wahrheitsgehalt von Aussagen überprüfen zu können, im Sinne der Aussagenlogik. Dann werden wir kurz über Logikgatter sprechen, die also eine technische Komponente sind, wie durch unterschiedliche Schaltungen komplexere Berechnungen durchgeführt werden können, auf deren Grundlage dann ja unsere Rechner funktionieren. Ja, also logische Operatoren bilden die Grundlage unserer Rechenmaschine. Dann werden wir noch den Parse-Tree und die konjunktive Normalform kennenlernen. Das sind zwei andere Methoden, die im Kontext der Aussagenlogik relevant sind. Und jetzt hören wir einfach hier kurz dieses Video bis. For most of our history, human technology consisted of our brains, fire and sharp sticks. While fire and sharp sticks became power plants and nuclear weapons, the biggest upgrade has happened to our brains. Since the 1960s, the power of our brain machines has kept growing exponentially, allowing computers to get smaller and more powerful at the same time. But this process is about to meet its physical limits. Computer parts are approaching the size of an atom. To understand why this is a problem, we have to clear up some basics. A computer is made up of very simple components doing very simple things, representing data, the means of processing it, and control mechanisms. Computer chips contain modules, which contain logic gates, which contain transistors. A transistor is the simplest form of a data processor in computers, basically a switch that can either block or open the way for information coming through. This information is made up of bits, which can be set to either 0 or 1. Combinations of several bits are used to represent more complex information. Transistors are combined to create logic gates, which still do very simple stuff. For example, an AND gate sends an output of 1 if all of its inputs are 1, and an output of 0 otherwise. Combinations of logic gates finally form meaningful modules, say for adding two numbers. Once you can add, you can also multiply, and once you can multiply, you can basically do anything. Since all basic operations are literally simpler than first grade math, you can imagine a computer as a group of 7-year-olds answering really basic math questions. A large enough bunch of them could compute anything from astrophysics to Zelda. However, with parts getting tinier and tinier, quantum physics are making things tricky. In a nutshell, a transistor is just an electric switch. Electricity is electrons moving from one place to another, so a switch is a passage that can block electrons from moving in one direction. Today, a typical scale for transistors is 14 nanometers, which is about 8 times less than the HIV virus's diameter and 500 times smaller than a red blood cell's. As transistors are shrinking to the size of only a few atoms. Und in diesem Video geht es dann weiter eben um Quantenrechner. Das ist dann ein ganz eigenes Thema, das sehr interessant ist und sehr spannend ist, aber uns hier nicht für diese Lehrveranstaltung interessiert. Aber die ersten 2 Minuten haben jetzt eine kurze Zusammenführung dieser Dinge, die wir bereits kennengelernt haben. Da haben wir eine kurze Zusammenfassung erhalten. Also wir haben gesehen, dass unsere Information im Rechner als Bits und Bytes gehalten wird, dass eben Logikgatter definiert werden und dass sozusagen aus diesen einfachen Operatoren, die da durchgeführt werden, auf Basis der Logik dann komplexere Anwendungen, wie eben Zelda beispielsweise, dieses Computerspiel, umgesetzt werden können. Und eben die Aussagenlogik, das ist ein ganz grundlegender Aspekt und den werden wir uns jetzt genauer anschauen. Also die Aussagenlogik stellt die Basis jeder Form von Logik dar, wie sie in der Informatik, der Mathematik oder etwa der Philosophie vorkommt. Eine Aussage ist ein aussagenlogischer Ausdruck, der wahr oder falsch ist. Diese Ausdrücke lassen sich
beliebig miteinander verketten, wodurch sie in der Arithmetik beliebig lange Ausdrücke entstehen. Also verkettete Aussagen kommen durch die Verknüpfung und Aussagen mit Hilfe von Operatoren zustande. Eine Aussage kann aber auch ein Wahrheitswert, also eben wahr oder falsch, oder eine Variable, also irgendein anderer frei zuweisbarer Wert sein. Entschuldigung. Schauen wir uns einmal eben ein paar Aussagen im Sinne dieser Logik an. Also heute hat es in Graz geregnet. Diesen Satz kann ich mit Ja beantworten, also dass er wahr ist, wenn es eben geregnet hat. Die Erde ist rund, kann ich mit wahr betiteln. Die Erde ist rund, würde vielleicht irgendein Flacherdler sagen, na, das ist auf jeden Fall falsch, wäre es aber trotzdem immer noch eine Aussage und ihr seht schon, der Wahrheitswert von jeder Aussage kann entweder wahr oder falsch sein. Aber natürlich sind Aussagen natürlich formalere Terme, wie eben 1 plus 1 ist gleich 2. Diese Aussage ist wahr. 1 plus 1 ist gleich 1 wäre eine falsche Aussage. So wie der Papst ist Präsident der USA. An dieser Aussage ist nichts, in ihrer syntaktischen Korrektheit kann man nichts ankreiden, aber die Semantik dahinter ist falsch. Also der Papst ist eben nicht Präsident der Vereinigten Staaten. Und was keine Aussagen sind, sind irgendwelche imperativen Formen, sind Fragen, sind subjektive Dinge, wie etwa Rot ist besser als Gelb. Und ob das wahr oder falsch ist, ist irgendwie nicht beurteilbar, da ja dieses eine subjektive Wahrnehmung ist. Oder so Floskeln wie richtig später sind auch keine Aussagen. Und diese Aussagen lassen sich mit Junktoren verknüpfen. Ja? Also wir haben hier zwei Aussagen. In der ersten Zeile, es regnet. Und die zweite Aussage ist, die Straße ist nass. Und orange markiert sind eben die Junktoren. Die Junktoren entsprechen den logischen Verknüpfungen. Es regnet und die Straße ist nass. Das ist der AND-Operator und wird mit diesem Dachsymbol zusammengefasst. Und wir werden diese Notation eben nehmen. Und für es regnet und die Straße ist nass verwenden wir Variablen P und Q. Und das sind einfach die Platzhalter für die Aussagen, weil wir wollen ja nicht immer diese Aussage hinschreiben. So wie es Variablen in der Mathematik eben verwendet werden. Ich trinke Bier oder ich trinke Wein. Das ist der OR-Operator. Also der Oder-Operator und der ist dieses Unterdachal nur umgedreht. Also in dem OR, da ist eben das V sozusagen. Ich trinke gerade nichts. Das ist die Verneinung der Aussage, ich trinke gerade. Also wir können nicht nur AND und OR verwenden, sondern auch NOT. Und diese drei ersten drei, sind eben die grundlegenden Operatoren, aus denen alle anderen dann zusammengebaut sind. Wie etwa die Implikation, also wenn ich die Prüfung schaffe, dann gehe ich ein Bier trinken. Das ist eine Implikation. P, Pfeil, Q. Dann gibt es Equals, eine Äquivalenz. Das ist der Pfeil, der dann in beide Richtungen geht. Morgen ist Freitag, nur wenn heute Donnerstag ist. Also weil eben gestern war Donnerstag, weil heute Freitag ist. Diese Bedingung muss halt dann auch stimmen, damit dieses logische Konstrukt deinen Wahrheitswert wahr ergibt. Und dann gibt es neben dem Oder, wie wir es oben haben, noch ein Entweder-Oder. Also hier ist der Unterschied, dass bei einem Oder, bei einem einfachen Oder, also diesem Oder hier, da können die linke Seite wahr sein, die rechte Seite wahr sein oder eben beide Seiten wahr sein, dann entwickelt sich der ganze Term zum also hat den Wahrheitswert wahr. Und beim Entweder-Oder, da darf es nur die eine oder die andere sein. Also entweder du isst das Eis oder du bekommst nichts. Das Eis essen und nichts bekommen gleichzeitig, das ist mit diesem Operator nicht erlaubt. Und wir haben eben auch noch Klammern und können dann hier diese Operatoren zusammenfügen, ja, und beliebig viel verketten. Also es muss immer wie mit den arithmetischen Operatoren links und rechts etwas geben. Also es sind also binäre Operatoren, außer das NOT, das ist ein unärer Operator, weil der, den kann man sozusagen vor jede Variable hin schreiben. Die Boolesche Algebra ist eine spezielle algebraische Struktur, die die Eigenschaften der logischen Operatoren und, oder und nicht, beziehungsweise auch der mengentheoretischen Verknüpfungen von Durchschnitt, Vereinigung und Komplement als
verfügbare Strukturen, Werkzeuge in der digitalen Elektronik und in modernen Programmiersprachen zur Verfügung stellt. Und diese drei Bullschen Operatoren möchten wir uns jetzt genau anschauen. Wir haben hier immer zwei Aussagen und die Aussagen können wahr oder falsch sein. Und die 1, beziehungsweise die 1, also die 0 und die 1 repräsentieren also den Wert, den Wahrheitswert dieser Aussagen. 1 ist wahr und 0 ist falsch. Und wenn wir uns den Und-Operator anschauen, das ist diese Tabelle hier, dann können wir sehen, dass falsch und falsch ergibt falsch. Falsch und wahr ergibt falsch. Wahr und falsch ergibt falsch. Und nur wahr und wahr ergibt wahr. Also der Und-Operator funktioniert in etwa wie eine Multiplikation. Also 0 mal 1 ist ja 0, genauso wie 1 mal 0. Und nur im Falle von 1 mal 1 ergibt es 1. Deswegen spricht man auch von einem logischen Produkt. Die Addition funktioniert, also die Addition sage ich, das exklusive Oder funktioniert in etwa wie eine Addition. Also 0 oder 0, falsch oder falsch ergibt falsch. Wahr oder falsch ergibt wahr. Und die Situation wahr oder wahr ergibt auch wahr. Also wie ihr seht schon, wir können da wieder eben die Addition 0 plus 0 ist 0, 1 plus 0 ist 1, 1 plus 1 ist quasi 2. Würde man jetzt so gehen, aber wir haben ja nicht die 2 als Wert sozusagen, aber es ist auf jeden Fall wahr. Man kann in etwa sagen, das ist eine logische Summe. Und das die Negierung ist sozusagen das, was umdreht. Das haben wir beim Einer-Komplement auch schon kennengelernt, wo diese, deswegen habe ich dort auch not hinzugeschrieben gehabt, wir drehen einfach alle Zeichen um. Wir können das als Konverter bezeichnen. Also 0 wird eine 1 und aus einer 1 wird eine 0. Und ihr seht schon, das sind unsere zwei Wahrheitswerte. Wir werden dann aber im Laufe dieses Foliensatzes T und F verwenden für True und False, weil es ein bisschen wahrscheinlich leichter ist, beziehungsweise einmal die kleine Schwierigkeit wegnimmt, dass wir eben 0 und 1 richtig auch noch zuordnen müssen. Weiters gilt für diese Operatoren quasi eine Punkt vor Strich. Regelung, also die Negation bindet stärker wie die Konjunktion, also das Und, bindet stärker wie die Disjunktion, das Oder, und diese wiederum bindet stärker als die Implikation. Weiters sind wir in diesem Kontext rechtsorientiert, das heißt, die rechten Terme, also wenn wir diesen Term hier haben, also P, implies Q, implies R, dann heißt es P implies und dann das Ergebnis von Q implies R. Wir sehen auch, dass wir einfach Klammern nutzen können, wie in mathematischen Termen, um hier bestimmte Wertigkeiten noch zu definieren, zu nutzen. Wir haben jetzt hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet von ein paar Sätzen, die wir uns jetzt einmal anschauen werden. Und dazu werde ich das Whiteboard aktivieren. Das einmal löschen. Und uns das ein bisschen aufschreiben. Und zwar formalisiere folgende Aussagen. Wir haben jetzt mehrere Aussagen, die eben mit Junktoren verknüpft sind. Ja? Und der erste Satz lautet, diese Hütte steht nicht an einem See oder der Schatz ist nicht in der Küche. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, und es ist immer unsere Aufgabe, die Sätze, die ja natürlicher Sprache entsprechen, in Aussagen zu überführen. Und da ist natürlich immer das Problem, dass wir also die Entscheidung treffen müssen, was eine Aussage ist. Das übernimmt die Maschine nicht für uns. Ja? Also genau den Schritt machen wir mal. Wie gesagt, wir haben ja die Variablen P und Q, und diesem P und Q ordnen wir mal Aussagen zu. Und zwar, wir haben die Aussage, diese Hütte steht nicht an einem See. Und sagen wir einfach mal, eine Aussage daraus ist, die Hütte steht am See. Am See.
Voilà. Das ist eine Aussage. Und die andere Aussage ist, der Schatz ist in der Küche. Ihr seht schon, dass ich diese noch nicht in diese Aussagen hinzugenommen habe, weil wir die jetzt mit Operatoren ausdrücken wollen. Der Schatz, ich kürze es doch mal ab, einfach in der Küche. So, und jetzt wollen wir diese Variablen miteinander verknüpfen. Dann oder ob wir mal so mal P. Das ist aber nicht P, weil wir sagen ja nicht an einem See. Oder der Schatz ist nicht in der Küche. Das wäre einmal eine Lösung für den ersten Satz. Im zweiten Satz können wir eine Aussage festmachen. Wenn der Baum vor der Hütte eine Ulme ist, dann ist der Schatz in der Küche. Also der Baum vor der Hütte ist eine Ulme, wäre wiederum P. Und der Schatz ist in der Küche, wäre Q. Und das Wenn und das Dann, das klingt schon sehr stark nach einer Implikation. Also wenn wir den ersten Satz hier haben, P, der Baum vor der Hütte ist eine Ulme, das führt zu der anderen Aussage, dann ist der Schatz in der Küche. Also P impliziert Q. Der Baum hinter der Hütte ist eine Eiche oder der Baum vor der Hütte ist keine Ulme. Oder der Baum hinter der Hütte ist eine Ulme. Also es sind drei Oder-Verknüpfungen. Und ich möchte jetzt einfach wieder zurück in die Folien wechseln, weil wir die eh aufgedröselt haben. Also ich habe hier in den Folien euch die Aussagen markiert und sozusagen die Junktoren. Die Junktoren auch farblich hervorgehoben. Und schauen wir uns dann gleich die Ergebnisse auch hier an. In dem Fall habe ich es jetzt einfach anders abgekürzt. Ich habe jetzt einfach C ist eine Variable und KÜ ist eine Variable. Das wäre mal der erste Aussatz. Beim zweiten haben wir gesagt, das ist eine Implikation. Unser das BVHU, also der Baum vor der Hütte ist eine Ulme. Dann ist der Schatz in der Küche, das ist eine Implikation. Also wenn, dann, lasst uns immer auf eine Implikation schlussfolgern. Der Baum hinter der Hütte ist eine Eiche oder der Baum vor der Hütte ist keine Ulme oder der Baum hinter der Hütte ist eine Ulme. Das wären also zwei Oder-Verknüpfungen und einmal eine Negation für diesen Term. Die Aussage, der Baum vor der Hütte ist keine Ulme und der Schatz ist nicht unter dem Pfannenmast begraben, ist nicht wahr. Also, wir nehmen einmal die Aussagen, die sozusagen drinnen stehen. Der Baum vor der Hütte ist keine Ulme. Ist dieser Term. Dann haben wir ein logisches Und. Und der Schatz ist nicht unter dem Pfannenmast begraben. Das ist die zweite Aussage. Und wir haben dann die zusätzliche Information, dass diese Aussagen nicht wahr sind. Deswegen geben wir die in eine Klammer und setzen davon eine Negierung. Und dann könnte man das jetzt noch den Regeln, wie es in der Mathematik eben Regeln gibt, um Terme aufzulösen, gibt es in der Logik auch. Und wenn der Baum hinter der Hütte eine Eiche ist, dann ist der Schatz im Keller. Ist auch wieder eine Implikation. Schauen wir uns jetzt an, wie wir Wahrheitstabellen zeichnen. Also Wahrheitstabellen sind einfach ein Werkzeug, um die unterschiedlichsten Zuordnungen von Wahrheitswerten zu Termen zu untersuchen, zu analysieren. Ja? Und wir wollen in dem Fall immer, das sind unsere Variablen, also alle Variablen, die vorkommen. Wir werden maximal drei Variablen haben, also P, Q und dann wird noch ein R vielleicht dazukommen. Und für diese zeichnen wir eine Wahrheitstabelle und in dem Fall wollen wir diesen Term untersuchen. Und wir gehen da so vor, dass wir für jede Variable dann diesen Bereich hier mal befüllen. Immer, ihr seht schon, mit TT. FF, also für True, True, False, False. Die zweite Spalte damit abwechseln, TF, TF und so weiter. Und hier sehen wir noch die zwei Variablen, die dann mit dem Junktor verknüpft werden. Also True und True ergibt True. True und False ergibt False. False und True ergibt False. Und False und False ergibt False. Und so haben wir die Wahrheitstabelle für das AND. Und das sind einfach Dinge, die man auf jeder Zeit immer nachschauen kann.
Die Reiztabelle für das logische Oder sieht so aus. Das haben wir ja eigentlich genau vorher hier schon gesehen. Das entspricht ja genau dem, was wir hier haben. Nur jetzt auf andere Art und Weise nur mal skizziert und auf die Art und Weise, wie wir dann auch damit arbeiten werden. True oder true ergibt true. Und ihr seht schon, oder Operator wird immer true, also das ist immer das Endergebnis in der letzten Spalte, außer im Fall, wenn beide Seiten false sind, dann ergibt es auch false. Das Entweder-Oder schaut ein bisschen anders aus, und zwar ist das immer dann true, wenn eine Seite true ist. Also wenn beide Seiten true ist, ergibt es false, und wenn beide Seiten false ist, dann natürlich auch. Und das Not, das dreht die Operatoren einfach um. Also das sind die Wahrheitstabellen, die wir uns immer anschauen, und wir werden jetzt einfach für das Implies, also für die Implikation und für die Äquivalenz hier diese Tabellen befüllen. Dazu nehme ich hier einfach diesen Vollbildausschnitt. Und so wird man das jetzt schnell skizzieren. Und zwar haben wir hier, geht das schreiben? Ja. Zurückmachen. Wir werden uns jetzt diese Spalte hier noch befüllen und die haben wir schon gegeben. Also das ist die Implikation, die ist immer dann true, wenn, okay, die Implikation ist immer ein bisschen so, das ist ganz schwierig zu argumentieren, warum das so ist. Ich bitte euch einfach, das einfach so hinzunehmen, dass es immer dann nicht true ist, wenn ein T zu einem F wird. Das ist der einzige Fall, wo die Implikation false wird. Also in dem Falle etwas true impliziert true ist true. False impliziert true ist true. Und etwas Falsches impliziert was Falsches ist auch true. Nur wenn etwas Wahres etwas Falsches impliziert, dann ist es auch false. Ja? Das zu erklären ist ziemlich abstrakt und philosophisch und ich habe es oft versucht und bin immer gescheitert. Ich würde euch einfach bitten, das zu akzeptieren. Und wir untersuchen jetzt einfach das. Und dazu brauchen wir mal ein Not P und das werde ich immer jetzt einfach hier auf dieser Seite dazu schreiben. Und das Not ist eben das umgedrehte P. Also wenn wir hier ein T haben, schreibt man hier ein F her. Und wenn wir ein F haben, schreibt man hier ein T her. Und jetzt müssen wir diese Spalte mit der Q-Spalte verodern, sage ich einmal. Also false or true ergibt ja true, false oder false ergibt false, true oder true ergibt true und true oder false ergibt auch true. Also TFTT kommt hier heraus und ihr seht, das ist genau das gleiche wie die Implikation. Wir können also sagen, dass die Implikation P, also impliziert Q, ist genau das gleiche wie nicht P oder Q. Weil ja unsere Grundoperatoren sind immer das Oder, das Not und das And. Und aus diesen kann ich alle anderen zusammenbauen. Und diese Implikation ist quasi eine Kurzschreibweise von diesem Term. Und genau das gleiche Prinzip möchte ich auch hier bei Equals herzeigen, dass eben diese Schreibweise von diesem Operatoren, der immer dann true ist, wenn beide Operatoren die gleichen sind. Jetzt habe ich hier leider, warte, ich springe da einmal kurz zurück. Ihr seht schon, ganz unten ist FF wird zu true und auch true und true wird zu true und nur wenn sie nicht gleich sind, die Operatoren, dann ergibt es ein false. Genau, und jetzt werden wir das da weiter auflösen. Wir brauchen also das Ergebnis von dieser Seite, müssen wir mit und verknüpfen, mit dieser Seite. Dazu legen wir mal nur ein paar Spalten an. Und zwar P impliziert Q und Q impliziert P. Also true implies true is true. True implies false is false. Das haben wir hier oben gesehen. Und die anderen zwei werden auch wieder true. Und jetzt ist quasi das Spiel von die andere Seite herum, also true und true ist true. False implies true is true. True implies false is false. Und das letzte
ist dann auch wieder true. Und jetzt muss ich die zwei Dinge verunten, sozusagen. Also true und true ergibt true. False und true ergibt false. True und false ergibt false. Und true ergibt true. Und dann wird genau das gleiche erzeugt wie mit der Äquivalenz. Und das werde ich dann abspeichern und auch in die Folien hineingeben. Dann haben wir hier die vollständige Lösung. Also mit diesen einfachen Operatoren und oder und nicht kann ich die anderen zusammenbauen, die Implikation und die Äquivalenz. Einfach kurz schreiben. Dann müssen wir noch ein paar weitere Begrifflichkeiten klären. Es gibt die Tautologie, die Kontradiktion. Etwas ist erfüllbar und etwas ist gültig. Schauen wir uns an, was damit gemeint ist. Aussagenlogische Formeln. Eben, das sind diese Aussagen, die wir in ein P, in ein Q hineinpacken, die in jeder Interpretation wahr sind, die nennt man Tautologie. Also, wir haben hier eine Wahrheitstabelle, die sagt, wir haben eine Spalte für P, Spalte für nicht P und wir wollen jetzt P oder nicht P. Also true oder false ergibt true und false oder true ergibt auch true. Und in jeder Situation ergibt die letzte Spalte true und deswegen sprechen wir von einer Tautologie. Die zwei Aussagen sind, wenn sie mit oder verknüpft sind, in jeder Situation true und das ist eine Tautologie. Eine Kontradiktion ist genau das Gegenteil und zwar, sie wird immer false. Und wenn ich jetzt im gleichen Beispiel den Und-Operator verwende, dann habe ich niemals die Situation, dass so zwei Truths aufeinandertreffen und deswegen wird in der letzten Spalte immer als false. Wir sprechen also von einer Kontradiktion. Und die letzte Spalte, das ist immer die Interpretation. Ja, also die Interpretation einer aussagenlogischen Formel, um in dieser Diktion zu bleiben. Und von erfüllbar sprechen wir, wenn mindestens eine Interpretation true ist. Also hier haben wir diese Interpretation als true und deswegen können wir sagen, P und Q ist erfüllbar. Eine aussagenlogische Formel, in denen alle Interpretationen wahr sind, nennt man auch gültig. Hier ist ein Beispiel einer gültigen Aussagenlogik. Dann, weil wir ja uns mit der binären Addition zum Beispiel umgesetzt haben, hier das exklusive Oder. Also nicht das Oder, inklusive Oder, das wir gemeinhin als OR bezeichnen, sondern das XOR. Und mit diesem XOR wird eben die binäre Addition auch umgesetzt, dann auch in den Logikklappen. Schauen wir uns an die Zahlen 2 und 3. Ich habe jetzt hier die Binärzahlen, hingegeben, ohne Nullen vorangestellt, auffüllend auf ein Byte, das ist hier nicht passiert. Und wenn wir die zusammenzählen, 0 und 1 ergibt 1, 1 und 1 ergibt 0, bleibt 1 im Übertrag, den schauen wir dann auch vorne hin. Also 2 plus 3 ist gleich 5. Und wenn wir uns dazu diese Bytes-Tabelle anschauen, dann passiert genau das, was wir hier gesagt haben. Und zwar 0 und 1 ergibt 1, 1 und 1 ergibt 0. Ja? Den Übertrag muss ich dann irgendwie anders lösen. Aber das Prinzip der binären Addition ist genau durch dieses exklusive Oder ausgedrückt. Und das führt uns zu den Logikgattern. Denn genau diese definieren elektronische Schaltungen, mit deren Hilfe man dann boolesche Funktionen realisieren kann. Also es gibt ein Eingangssignal, das geht in ein Gatter hinein. Also wir haben hier ein Eingangssignal A, das kann quasi eine Aussage sein, das kann unser P oder unser Q sein, irgendeine Variable. Dann macht dieses Logikgatter eine Funktion, und zwar not, und hat dann wieder ein Output. Ja, in dem Fall ist das, was hier hereinkommt, wird einfach negiert. Dann haben wir das AND und das OR, das genau gleich funktioniert, wie wir es gerade vorher gesehen haben. Also A und B wird zusammengesetzt und hier ausgespuckt. Das kommt zum Beispiel, wenn beide true sind, kommt hier ein true heraus. Ist eines der beiden false, kommt ein false heraus. Und beim XOR ist es, wie das oder funktioniert. Beim XOR sage ich, also beim OR ist es so, wie das oder funktioniert. Also wenn beide
den Wert false haben, dann kommt ein false heraus. Hat eine Seite ein true, dann kommt ein true heraus. Das NAND und das NOR sind einfach die Negierung von diesen, Operatoren AND und OR. Also hier kommt, wenn beide true sind, also A AND, also true AND true, ist ja true, aber weil es ja ein NAND, also ein NOT AND ist, kommt hier dann ein false heraus. Das ist sozusagen der NOT-Operator schon mit eingebaut in dieses Logikgatter, einfach um das übersichtlicher zu machen. Ja? Und das XOR haben wir ja gerade vorher gesehen. Genau. Und das ist eben die Welt, mit der Elektrotechniker, Elektroingenieure arbeiten. Und hier noch ein Beispiel. Und zwar ist es das Logikgatter, um die Addition von 2 und 3 umzusetzen. Also, wir haben hier die Zahl Dezimalzahl 2, hier die Dezimalzahl 3, repräsentiert als 1, 0 und 1, 1. Und diese zwei Zahlen werden jetzt durch dieses miteinander verschachtelte System von Logikgattern durchgegeben und am Ende kommt die 5 heraus, 1, 0, 1. Es passiert so, dass eben 0 false repräsentiert, 1 true. Diese Werte immer in diese Gatte hineinkommen und eben sich so viel Logik dann dahinter verbirgt, dass es zu einer Addition kommt. Genau zu dieser Addition, die wir hier gesehen haben. Ja? Ihr könnt es ja vielleicht einfach durchgehen, beziehungsweise wird es in den Videos auch nochmal kurz angeführt. Das ist wahrscheinlich dann besser, um das Ganze zu veranschaulichen. Und die arithmetischen logischen Recheneinheiten sind nämlich Teilbestand eines Prozessors, eines Recheneinheit und die basieren genau noch diesem Logikgatter. Also da haben sich Ingenieure überlegt, wie man diese Logikgatter aneinander rein kann, um alle arithmetischen logischen Operatoren in unserem Prozessor hier durchzuführen. Und dieses Video, das würde eine weitere Vertiefung, das kann sehr interessant sein, ich würde euch bitten, das auch einfach mal anzuschauen, einfach als zusätzlicher Inhalt. Schauen wir uns jetzt den Parse-Tree an, also einen binären Entscheidungsbaum, mit dem wir die Interpretation eines Modells in einer Wahrheitstabelle uns anschauen können. Also damit ist gemeint, mit einem Parse-Tree können wir uns eine Reihe anschauen. Ein Modell ist eben die Zuordnung von Wahrheitswerten zu den Variablen, also das Modell für P und Q ist in dem Fall P ist gleich True und Q ist gleich True. Das wäre ein Modell. Ein anderes Modell wäre P ist gleich True und Q ist gleich False. Und mit einem Parse-Tree können wir genau eine dieser Reihen uns anschauen. Und das schaut in etwa mal so aus. Also wir haben folgenden logischen Term. Not P und Q impliziert P and Q oder Not R. Mit den Klammern, die also noch diese Terme hier zusammenfassen. Und mit diesem Groß M ist das Modell gegeben, also mit einem Modell, wo die Wahrheitswerte für P, Q und R vorgegeben sind. P ist true, Q ist false und R ist true. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie wir diesen Entscheidungsbaum zeichnen. Dazu öffne ich wieder mein Schreibwerkzeug und wir beginnen bei der Erstellung eines Parse-Trees so, dass wir mit dem mittlersten Operator beginnen. Ja? Also dieser Operator, Junktor, trennt diesen linken Teil und den rechten Teil. Also mit dem beginnen wir. Also mit dieser Implikation, die zeichnen wir uns die Spitze unseres Baumes. Und eine Baumstruktur ist immer eine Struktur, die hierarchisch ist, wo es also Kindelemente gibt. Und diese werden dann mit einem Pfeil repräsentiert. Und jetzt gehen wir einmal den linken Teil und weiter, nehmen wir uns den linken Teil weiter vor. Hier ist sozusagen wieder dieses bindende, am stärksten bindende Objekt, dieses AND. Gehen wir hier hin. Das wieder noch links und rechts aufteilt, wo dann das Q steht. Links haben wir noch ein NOT,
und dann ein P. Und auf der rechten Seite haben wir wieder dieses AND als sagen wir mal Weiche und hier ein P. Und diese Seite wird aufgeteilt durch oder, wo links ein U ist, rechts ein NOT und dann ein R. Und genau so schaut ein Parse-Tree für diesen gegebenen Term aus. Und jetzt müssen wir die logischen Zuordnungen unseres Modells hier hinzufügen. Also, this is your true, dieses Q is your false. Dieses P ist true, dieses Q ist false und das R hier ist auch true. Das sind also genau die Zuordnungen, die gegeben sind im Modell. Und jetzt schauen wir uns, wie sie das für dieses Modell auflöst. Also dieses true wird einmal hier false, dann haben wir false und false ergibt false. False impliziert also einen anderen Wahrheitswert, den wir erst herausfinden wollen. Und zwar haben wir hier ein T. Das T wird umgedreht zu einem False. Dann haben wir hier eine Oder-Verknüpfung. False und False ergibt False. True und False ergibt auch False. Und False impliziert False ergibt True. Also der Wahrheitswert ist True für dieses Modell. Und das Ganze können wir auch noch einmal uns natürlich von einer coolen Software ausgeben. So muss ich jetzt das zumachen. Und zwar gibt es hier Wolfram Alpha. Das ist eine Webseite, die die unterschiedlichsten Kalkulationen machen kann. Computational Intelligence, das alles, was ihr hier seht, ist möglich, dass man sich berechnen kann, ganz viele mathematische Dinge, aber auch im Sinne, da gibt es so ein Knowledge Basis dahinter, wo man auch Dinge noch abfragen kann, also ist ziemlich cool. Und hier können wir das einfach eingeben und dann wird es berechnet. Und dann spuckt es uns eine Wahrheitstabelle aus. Hier könnt ihr auch eure Terme immer eingeben, um euch die Wahrheitstabellen dann die Ergebnisse zu kontrollieren, ob sie richtig sind. Und was wir uns hier angeschaut haben, ist genau ein spezieller Fall, nämlich das Modell TFT. Und dieses Modell haben wir hier, TFT. Und wir sehen, aha, das Ergebnis in der Interpretation ist auch true. Also haben wir diesen Parse-Tree richtig gemacht. Ja? Also das ist einfach nur eine Möglichkeit hier, sich einen Fall anzuschauen. Und ein anderes Modell, bei dem es false wird, wäre zum Beispiel dieses hier, also FTT. Und auch das wollen wir jetzt, und hier, das entwickelt sich zu false. Das möchten wir jetzt auch nochmal anschauen, wie wir das jetzt hier ermitteln würden in unserem Parse-Tree. Ich wechsle mal die Farbe auf rot. Und wir haben gesagt, wir ordnen jetzt hier dem P ein F zu. Das Q ist jetzt true. Ich trenne das mal so mit einem Strich. Dieses P ist false. Das Q ist true und beim R bleiben wir bei true. Genau, und jetzt gehen wir genau gleich wie vorher vor. Wir gehen also wieder von unten nach oben und ordnen diese Werte hier zu. Dieses false wird zu einem true. True und true ergibt true. True impliziert etwas anderes und zwar haben wir hier ein true wird zu einem false. True or false ergibt true. Und hier haben wir false and true ergibt false. Und dann haben wir hier ganz am Schluss ein true impliziert ein false. Und das ist genau der eine einzige Fall, wo eine Implikation dann false wird. Deswegen haben wir für dieses Modell einen falschen Wahrheitswert. So funktioniert also der Parse-Tree. So funktioniert die Wahrheitstabelle, die zwei sind miteinander verknüpft und wir können Wolfram Alpha verwenden, um unsere Dinge zu überprüfen und natürlich auch auszuwerten.
Nun schauen wir uns noch die konjunktive Normalform an. Unter der konjunktiven Normalform versteht man einen aussagenlogischen Ausdruck, der aus einer beliebigen Anzahl von und verknüpften Klauseln gebildet wird. Und jede beliebige boolesche Funktion lässt sich als KNF, also als konjunktive Normalform, darstellen. Und es lässt sich auch immer ein allgemeiner Algorithmus angeben, aus dem eine KNF eines beliebigen Ausdrucks gebildet wird. Stellt sich noch die Frage, für was brauche ich eine KNF? Eine KNF ist einfach eine normalisierte Form, mit denen ein Rechner viel leichter rechnen kann, weil eben hier keine Implikationen, keine Äquivalenzen mehr vorhanden sind, sondern nur die einfachen Operatoren, not, and und oder, und die dann einfach leichter prozessiert werden können. Ja, und deswegen spuckt uns ja dieses System auch die CNF, also in dem Fall ist es auch auf Englisch, Conjunctive Normal Form aus, und die ist dann ja auch schon wieder zusammengefasst. Ja, also das ist einfach da, der braucht der Rechner, damit er einfacher rechnen kann. Und der Algorithmus, um eine KNF zu erzeugen, ist so: Wir erstellen eine Wahrheitstabelle, wir wählen alle Konfigurationen, unter denen die Formel zu falsch evaluiert, negieren alle diese Variablen, verbinden alle Variablen einer Konfiguration mit ODERs und diese dann verbinden wir mit einem UND. Und dazu gibt es einfach auch ein YouTube-Tutorial, aber wir werden uns das Beispiel hier einfach auch nochmal anschauen. Und zwar werden wir uns das Beispiel gleich ganz von Anfang bis Ende anschauen, damit wir das hier auch nochmal zusammengefasst und geübt haben. Und zwar, wir haben drei Aussagen, deswegen auch drei Variablen. Die sind jetzt auch mal als A, nehmen wir mal eine schwarze Farbe, also A, B und C. Und untersucht werden soll dieser Term A und not B. Oder C. Jetzt erstellen wir einfach mal die Wahrheitstabelle. Wir schreiben jetzt hier einfach herunter. Hier mal T. Hier mal F. Dann T, T, F, F. T, T, F, F. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, warum ich das so einheitlich mache, weil durch diese Variante haben wir sichergestellt, dass wir alle Variationen, ja, jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst, kann nicht reden und schreiben gleichzeitig, dann haben wir immer abwechselnd, alternierend DFs, dadurch sind wir gewährleistet, dass wir alle Variationen haben. Ihr seht, hier haben wir drei Ts, hier haben wir drei Fs, da haben wir Beispiel FTT, TFF, ja, und immer wenn eine Variable hinzukommt, wächst diese Wahrheitstabelle exponentiell. Das heißt, würden wir jetzt hier noch ein D hinschreiben, dann müssten wir hier das Ganze nur mit doppelt, so, das verdoppeln, nach unten. Aber mehr werden wir nicht nehmen. Ja. So haben wir mal die Wahrheitstabelle hingeschrieben. So, wir wollen ja das da haben und jetzt ist es einfach sinnvoll, Schritt für Schritt die einzelnen Werte zu ermitteln. Also mal das Not P. Das dreht ja einfach die Wahrheitswerte um. Aus jedem True wird ein False und aus jedem False wird ein True. Dann haben wir mal Not P. Weiters wollen wir ja A und Not P. Und das schreiben wir jetzt hier hinein. Also wir untersuchen jetzt diese Spalte und die wird mit Oder verknüpft. Also True und False. False, true und false, false, true und true, true und true wieder true, dann false und false ergibt false, false, false und false. Genau. Und jetzt haben wir in der letzten Spalte dann auch unser quasi Endergebnis, wo wir diesen Term, den bezeichne ich jetzt einfach als so, als 1, einfach nur Platzhalter für das, was da drin steht. Und mit C verodern, also true und false, also dieses true und dieses false, ergibt ja true, wenn wir es verodern, dann haben wir false, true,
True, true, false, true, false. Schauen wir, ob das richtig ist mit dem Ergebnis hier links, und das schaut ganz gut aus. So, so löst man mal eine Wahrheitstabelle für einen bestimmten Term. Und jetzt wollen wir die konjunktive Normalform ermitteln. Und wir haben ja gesehen, wir wollen alle die Fälle anschauen, wo das Modell eine Reihe false wird. Dieses false und dieses false schauen wir an. Den Rest können wir ignorieren. Und dann schreiben wir einfach mal die Terme hin, die dann mit einem Oder, mit einer Disjunktion miteinander, also mit, ja, mit einem Oder verknüpft sind. Das haben wir eigentlich für, vielleicht ist es jetzt zu eng hingeschrieben. A, B oder C. Und das kann man eigentlich für alle machen. Ja. Und jetzt müssen wir immer, wenn wir hier ein True haben, das verneinen. Also wir haben hier ein True und hier ein True. Deswegen bekommt das ein Not und das ein Not. Wir haben hier ein True, deswegen bekommt dieses B noch ein Not. Und hier sind ja alle False, also kann das so bleiben, wie das ist. Wir klammern diese Ausdrücke. Und diese Ausdrücke verknüpfen wir jetzt mit einem Oder. Das heißt, als Endergebnis haben wir dann das. Nicht A oder nicht B oder C. Und A oder nicht B oder C. Und A oder B oder C. Und das ist die KNF, konjunktive Normalform dieses Terms. Und die könnte man jetzt noch weiter vereinfachen. Und diese Vereinfachung, das überspringen wir jetzt einfach, würde dann genau diesen Test dort ergeben. Also P oder nicht Q. Beziehungsweise, ja, haben wir jetzt die anderen Variablen, jetzt können wir es nicht so direkt übernehmen. Ja, aber das könnte man noch vereinfachen. Das schauen wir uns jetzt aber gar nicht mehr an. Wir brauchen nur eine konjunktive Normalform erzeugen können. Dann haben wir eine unterschiedliche Umformrechenregeln, mit denen wir das jetzt noch weiter umformen könnten. Nur der Vollständigkeit halber sei das genannt. Es gibt etwas wie eine doppelte Negation. Ich kann eine Implikation und die Äquivalenz eben umschreiben. Das haben wir sogar geschehen. Es ist egal, auf welcher Seite beim oder beim und die Variable steht. Das ist wie bei 5 plus 2 ist 7. Da kann ja auch 7 plus 5 stehen und wir haben das gleiche Ergebnis. Dann gibt es eine Kontraposition hier, dass ich die, wenn ich das bei einer Implikation die Variablen umdrehe und sie dann verneinen, ist das genau das gleiche. Und dann kann ich auch nur den Satz von D Morgan einsetzen. Es gibt noch ein weiteres Video für die Rechenregeln und für die Wahrheitstabellen. Das wäre so eine Ergänzung. Wir haben ja gesagt, dass die Boolschen Operatoren für die höheren Programmiersprachen relevant sind. Wir lernen ja auch hier Python, hier am Zentrum für Informationsmodellierung. Und oft in einer If-Condition, also in einer If-Abfrage, haben wir ja einen logischen Wert, der entweder wahr oder falsch ist, und je nachdem wird unser Programm dann weiter ablaufen. Und wenn wir hier diese Beispiele uns anschauen, dann hier kann ich die Lösungen ja gleich angeben. Wenn ich also Hallo Welt ist größer als Hallo hineinschreibe, dann untersucht er uns die Zeichen, die Länge dieser Zeichenkette und sagt, ja, stimmt, der linke Term, der ist ja größer als der rechte. Deswegen ein True. Und das kann natürlich von Programmiersprache zu Programmiersprache dann ein bisschen unterschiedlich sein, was er denn jetzt wirklich untersucht. 4 ist nicht gleich 5, also Rufzeichen ist gleich, ist oft eine Negierung, ist richtig. 4
ist das gleiche wie 4, also 2-mal ist gleich, ist ja ein ist der Vergleichsoperator, weil ja 1 ist gleich nur ein Zuweisungsoperator ist, also 4 ist gleich 4 oder 4 ist gleich 5, ergibt insgesamt wieder true, weil ja die linke Seite true ist. Hallo ist gleich das Groß, ist gleich wie Hallo Welt ist false, weil ja die Länge dieses Strings ermittelt. Einmal haben wir 5. 5 ist gleich 6, 8, 9, 10. Ist nicht richtig, deswegen false. 5 ist gleich 5 ergibt true. Das erste Not ergibt false. Das zweite Not ergibt true. Und der letzte Term ist so, dass wir not 3 ist kleiner gleich 4. Also das ist einmal ein not true. Und dann haben wir ein and not false, weil 4 ist ja größer gleich, also 4 größer gleich 5 ist false. Und das not true wird zu einem false und das not false wird zu einem true. Und der and Operator ergibt dann zum Schluss insgesamt ein false. Ja, das nur als paar Beispiele, wie also die Boolesche Algebra beispielsweise in Python abläuft. Ihr könnt auch diese Sachen dann einfach in euren Python-Compiler hineingeben, hier in diesen Online-Compiler beispielsweise, oder auch bei euch in der Konsole. Nehmen wir den letzten her, der doch am komplexesten war. Und wenn wir das hier so eingeben, und auf Run klicken, dann sagt er insgesamt True. Hoppala, da habe ich mich verschaut. schauen wir uns das kurz nochmal an. Und so, was sagt er hier? Was sagt er hier? Sollen wir das auskommentieren? Also wir haben hier einmal zweimal false. Ja, weil ich auch das gleiche kopiert habe. Achso, ich habe einfach das nicht richtig kopiert. Ergibt falsch, ne? Da habe ich mich doch hier... Irgendwo habe ich mich verkopiert. Okay, hat aber das Richtige ergeben. Gut, im letzten Teil dieser... Und des vollen Satzes befinden sich dann einfach nur ein paar Übungen, die wir vielleicht dann bei einer anderen Gelegenheit umsetzen werden. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und man sieht sich beim nächsten Video. Dankeschön.